Hallo liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat Februar. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, dieses Video, wie immer, kleine Disclaimer, dieses Video ist für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Waage ist. So, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit deinem Überblick für die Waage im Februar. Die erste Karte ist das Ass der Schwerter. Klarheit. Vielleicht auch eine Idee, die zu dir kommt im Monat Februar. Wow. Die 9 der Kelche. Also eine Wunscherfüllung. Hier kommt Klarheit. Vielleicht hast du sehr häufig gefragt, hilf mir, lieber Engel, hilf mir, lieber Gott, liebes Universum, hilf mir. Und dieser Wunsch wird dir jetzt erfüllt werden. Das Ass der Kelche und die 9 der Kelche, Entschuldigung, das Ass der Schwerter, die 9 der Kelche und der König der Kelche. Vielleicht hast du nach einer Person gefragt. Vielleicht hast du gefragt, ob diese Person vielleicht fühlt wie du in Liebesdingen. Und ja, das Universum wird dir hier enthüllen, dass dem wahrscheinlich so ist. 9 der Kelche, ne? Wunscherfüllung, König der Kelche ist meistens ein Liebespartner. Es ist vielleicht, wenn du jemanden suchst in der Liebe, kann es eine neue Person sein. Es kann aber auch tatsächlich eine bestehende Beziehung sein, in der Unklarheit geherrscht hat. Selbst wenn es dein Ehemann ist und dein Ehemann oder deine Ehefrau haben sich zurückgezogen in der Beziehung, haben sich distanziert verhalten, du wusstest nicht warum, dann kommt hier im Februar wieder Klarheit rein. Und wie es aussieht, ist es so, dass sich diese Person so zurückgezogen hat, weil hier eine Wunscherfüllung kommt. Beispielsweise wurde was geplant, wenn es nicht dein Ehemann ist, sondern vielleicht dein Freund, dein Partner, deine Freundin, kann hier eventuell ein Heiratsantrag folgen, ja, mit den 9 der Kelchen. Also, hier ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, wird hier aufgedeckt im Februar. Der König der Stäbe auf dem Kopf. Oh, vielleicht hattest du gefragt, deine Guides, deine Engel, wer ist der Richtige für mich? Entschuldigt, dass meine Nase ein bisschen verstopft ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen allergisch auf die Kerze, aber die riecht so gut. Weil ich immer, wenn ich die anhabe, muss ich niesen. Und das habe ich eben, bevor ich das Video gestartet habe. Und deswegen, jetzt sniffel ich ein bisschen. So, vielleicht habt ihr gefragt, wer für euch der Richtige ist. Vielleicht hattet ihr zwei Personen, die in eurem Interesse waren oder die, ja, die ihr interessant fandet und ihr konntet euch nicht entscheiden. Das wird euch sehr klar werden, wer hier ist. Okay, der König der Kelche ist sehr emotional ausgeglichen, sehr zuverlässig und offen. Ja, also der wird sich nicht verstellen, er geht mit dir so um, ja, wie er, ne, mit jedem umgeht, beziehungsweise er geht mit dir so um, wie du es verdienst. Und er wird dich nicht belügen in puncto Gefühle. Also er ist emotional sehr offen, kommunikativ. Und der König der Stäbe auf dem Kopf, also der König der Stäbe aufrecht, ist ein sehr guter König. Alle Könige haben sehr positive Eigenschaften, aber sobald sie sich auf den Kopf stellen, kommen die negativen Eigenschaften heraus. Und der König der Stäbe ist recht ja, brutal, kann mit Worten sehr brutal sein, sehr aufbrausend. Vielleicht narzisstische Tendenzen haben, aber vor allen Dingen tatsächlich auch gewalttätig werden. Ne? Also Gewalt ist da seine Sprache und das kann tatsächlich mit Worten, aber auch mit Taten passieren. Und von daher wird dir das sehr klar werden, wer hier für dich ist und wer nicht. Für die Singles unter euch natürlich. Page der Schwerter. Es kann sein, dass
ihr geschickte Fragen stellen dürft, ja, im Februar. Der Page der Schwerter ist natürlich eine sehr junge Energie, sehr neugierig, sehr offen und schon sehr intelligent. Also die negativen Sachen sind natürlich, dass er, beziehungsweise sie, es ist ja hier eine junge Dame, dass diese Person hier recht blauäugig ist und vielleicht auch daher plappert, ja. Also vielleicht, indem ihr intelligente Fragen stellt, könnt ihr hier aufdecken, wer ist wer. Ja, der König der Stäbe wird sich vielleicht am Anfang noch die Maske aufsetzen können, aber irgendwann wird er sich verraten, indem er Dinge durchrutschen lässt, die ihn hier verraten, okay. Die Kraft auf dem Kopf. Kann sein, dass du das sehr schade findest. Also vielleicht hättest du sogar, wenn du dir nicht diese Fragen gestellt hättest, dem König der Stäbe den Vorzug gegeben. Ich gebe zu, der König der Stäbe ist auch immer sehr attraktiv. Ne? Also zumindest äußerlich sehr attraktiv. Sehr anziehend vom Außen. Wie gesagt, wenn der König der Stäbe natürlich auf dem Kopf steht, kommen hier negative Eigenschaften zum Vorschein. Der König der Kelche ist vielleicht, obwohl ich sagen muss, ne, der König der Kelche gefällt mir persönlich sehr viel besser als hier der König der Stäbe. Aber der König der Kelche hat eben sehr viele innere Qualitäten. Also vielleicht hättest du lieber den König der Stäbe den Vorzug gegeben, aber es wird sich hier zeigen, dass diese Person falsch unter falschen Voraussetzungen auf dich zugekommen ist, okay? Es kann auch so sein, dass dich ja, etwas schwächt. Wir werden mal weiterschauen. Vielleicht hier eine kleine Erkältung oder so. Ist ja immer noch es ist ja immer noch Erkältungszeit und ne, die Corinna ist ja auch immer noch im Umlauf. Obwohl ich viel mehr kenne, die momentan erkältet sind. Ne? So, Ritter der Schwerter. Also hier nochmal eine Schwertenergie. Okay, vielleicht brauchst du hier noch deine letzten Reserven. Ne? Vielleicht um diesen König der Stäbe loszuwerden. Wenn diese Person wirklich narzisstische Tendenzen hat, kann es sein, dass diese Person nochmal versucht, auf dich zuzukommen, im negativen Sinne. Es gibt da etwas, nennt sich Schmierkampagne und das hat mit Narzissten zu tun, die verschmäht worden sind, die vielleicht nochmal auf dich zukommen, versuchen dir hier ja, Negatives anzuhängen, vielleicht versucht dich diese Person auch noch zu gaslighten, also dir ja, dich zu belügen, dich quasi zu manipulieren, dass du hier denkst, du bist die Schuldige oder der Schuldige, aber hier musst du deine letzten Reserven nochmal aufbringen, ja, und sagen hier, Schluss, ne, ich schneide dich weg mit dem Schwert. Ich finde das immer sehr schön mit dem Ritter der Schwerter. Das sieht wirklich so aus, als würde er jetzt sagen, komm her, ne, ich strike, ich schlage dich mit dem Schwert und du kommst hier nicht vorbei, ne? Und ich glaube, das ist so die letzte Reserve und dann bist du den König der Stäbe auch los. Huhu, die vier der Kelche und der Brunnen. Auf dem Kopf. Die vier der Kelche liegt unter dem König der Kelche. Es fällt dir ein bisschen schwer, hier loszulassen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, du hast wirklich sehr fest damit gerechnet, dass der König der Stäbe deine Person ist. Und jetzt fällt es dir tatsächlich recht schwer zu sagen, ja, super, ich nehme das an. Hier das, den Kelch hier, ne, das Angebot des Universums, das hier zu dir gereicht wird. Und sagst du, nee, ach, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ne? Vielleicht möchte ich den König der Kelche ja gar nicht. So. Andererseits ist die 9 der Kelche ja hier und es ist positiv, also es ist eine Wunscherfüllung. Von daher
Ja, es kann halt wirklich sein, dass du irgendwo durchgeschwächt wirst. Also, dass du hier eventuell erkrankst, wie gesagt, eine Erkältung, das muss überhaupt nichts Schlimmes sein, aber hier mit der Kraft, also es kommt mir so vor, als wäre so ein bisschen die Luft hier raus mit dem Brunnen, der auf dem Kopf steht, der ist eine sehr stagnierende Energie. Ne, also da ist wirklich so ein bisschen Saft und Kraftlosigkeit, besonders in der letzten Februarwoche. Vielleicht hast du hier auch dich ein bisschen zu sehr verausgabt, im Karneval, falls du das feierst in deinem Ort oder in deiner Region. Und hast dich da gar nicht so sehr darauf konzentriert, was hier vorgeht. Sondern hast ein bisschen zu viel ins Glas geschaut oder ein bisschen zu tief und bist jetzt etwas ausgelaugt. Also ich bekomme hier eine sehr ausgelaugte Energie rein. Und der Page der Münzen zum guten Schluss. Wir haben zwei Pagen. Und der Page der Münzen ist natürlich hier ein Neuanfang. Konzentration auf etwas, was endlich beginnen darf. Ne, etwas, das stabil ist. Es ist halt, wie gesagt, noch im Anfangsstadium. Ne? Sie hat nur eine Münze in der Hand, ist aber sehr darauf konzentriert. Okay. Also, wie gesagt, vielleicht ist hier einfach so ein bisschen Stagnation, weil du das erstmal verdauen musst. Hier mit dem König der Stäbe. Wie gesagt, also ich glaube, du hättest dem König der Stäbe den Vorzug gegeben. Von den beiden Königen und dass da jetzt leider so etwas rausgekommen ist. Vielleicht ghostet dich dieser König der Stäbe auch. Entschuldigung, König der Stäbe. Und also, ne, vielleicht meldet sich diese Person nicht bei dir und das nimmt dir hier so ein bisschen die Kraft. Aber wie gesagt, hier ist jemand, der Wunscherfüllung wäre. Ja, also vielleicht bist du wirklich im Dating, vielleicht machst du Online-Dating. Oh, ich habe gerade gesehen, hier ist ja die Sechs der Kelche unter dem Deck. Also hier ist ein Seelenpartner, ja, der König der Kelche. Darunter ist sogar der Stern. Also hier ist auf jeden Fall jemand, der sich ein bisschen versteckt im Hintergrund hält, der Wunscherfüllung ist. Ja, vielleicht ist es auch jemand, der sich noch nicht so wirklich offenbart hat. Aber dieser König der Stäbe, ja, es kann halt sein, dass er dich wirklich, ich sag mal, derbe hängen lässt. Ne? Also entweder ghosten, also sich wirklich einfach nicht mehr melden oder sich ja, herausziehen aus der Situation, weil es mir so hier so vorkommt, als wäre hier so, als hätte man dir so die Luft rausgelassen. Ne? Aber wie gesagt, Ende des Monats bist du wieder auf dem rechten Pfad und der Page der Münzen ist halt der Neubeginn. Den Fokus auf das, was zählt, richtest du jetzt wieder. Hier, wie gesagt, kleiner Durchhänger, so dritte, vierte Woche, aber das richtet sich wieder Ende Februar. Okay? Ihr Lieben, ich werde euch jetzt eine Orakelkarte ziehen und zwar eine Orakelkarte jeweils für dein Sonnenzeichen, für dein Mondzeichen und für deinen Aszendenten. Also, ne, wie ich sage ja immer, ihr könnt gerne alle drei schauen, weil dann bekommt ihr ein ganzes Bild. Also ich persönlich schaue immer mein Sonnenzeichen und meinen Aszendenten, weil die auch sehr nah beieinander sind, besonders in meinem Geburtshoroskop. Und deswegen trifft das bei mir immer sehr gut zu. So, wir fangen mit dem Sonnenzeichen an. Also, wenn deine Sonne in der Waage ist, hätte ich fast Zwillinge gesagt, für das Sonnenzeichen eine Orakelkarte, bitte. Wir haben Spiel, Parvati und Parvati Party. Gehe alles spielerisch an. Also hier ganz klar, fokussiere dich auf das Positive. Versuch dich nicht, auch wenn hier tatsächlich so ein bisschen die Luft raus ist, versuch dich auf das Positive zu konzentrieren. Versuche vor allen Dingen auch lieb mit dir zu sein. Besonders in der dritten Woche, ne? Also wenn hier so ein bisschen
die Luft raus ist, beziehungsweise in der vierten Woche, wenn hier so ein bisschen die Luft raus ist und nichts gelingen will, dann sei lieb zu dir, gönn dir ein bisschen mehr Ruhe als sonst, gönn dir auf jeden Fall, sei gnädig mit dir, ja, also sei nicht hart mit dir, sondern gönn dir vielleicht auch etwas Schönes, kauf dir einen Strauß Blumen oder lass dir ein Bad ein, was auch immer dich glücklich macht. Und versuch dich auf das Schöne zu besinnen. Okay. So. Das Sonnenzeichen. Entschuldigung, das Mondzeichen. Ich hatte den Mond im Kopf, aber die Sonne gesagt. Mondzeichen Waage. Mondzeichen Waage. Eine Karte. Dankeschön. Wir haben Hoffnung. Hanuman. Habe Mut, das Gute ist mit dir. Wie gesagt, also besonders, wenn es hier um Liebesdinge geht, vielleicht geht es auch um Freundschaft, ne? Das hätte ich vielleicht eben sagen sollen. Aber auf jeden Fall, es ist hier jemand, der gut für dich ist. Es ist jemand, der dir zur Seite stehen wird. Es geht halt nur darum, ne, auch hier energetisch wieder auf das richtige Level zu kommen. Ich glaube, das wird sich fügen, weil der König der Kelche einfach sehr emotional bereit ist. Ne? Der geht nicht so schnell weg, nur weil man ein bisschen verunsichert ist. Und von daher, hier ist jemand, der auf jeden Fall sehr gut mit dir meint. Okay, so, und dann zu guter Letzt der Aszendent. Waage Aszendent. Wow. Wir haben zwei für dich. Nochmal Hoffnung, Hanuman. Nochmal die Bestätigung. Ne? Hier ist jemand, der es gut mit dir meint. Und dann haben wir noch Flexibilität, Ganga. Ich lasse mich vom Fluss des Lebens tragen. Das ist genau das, was hier der Brunnen repräsentiert in der Regel. Der ist aber leider auf dem Kopf stehend herausgekommen. Also hier ist tatsächlich für euch Aszendenten, also erstmal nochmal die Bestätigung. Hier ist jemand, der Richtige für euch oder die Richtige. Jetzt gilt es bei euch wirklich, der Fokus ist bei euch. Der Fokus ist da bei euch, dass ihr euch ergebt. Ja, dass ihr nicht zu sehr versucht, die Kontrolle zu behalten, weil ihr wolltet ja, dass der König der Stäbe der Richtige ist, sondern hier die Kontrolle abzugeben. Es ist manchmal tatsächlich so, dass das Universum dir das geben möchte, was du brauchst und nicht das, was du willst. Vielleicht wolltest du unbedingt, dass der König der Stäbe der Richtige ist. Es ist aber das, was du brauchst, ist der König der Kelche. Okay, und von daher versuche wirklich hier loszulassen, auch wenn es enttäuschend ist, was hier passiert, versuch loszulassen und alles kommt ins Lot, okay? So, das war es jetzt erstmal für die Zeichen. Jetzt zu guter Letzt kommt noch das Mini-Pick-a-Card. Wenn du eine Frage hast, halte sie in deinen Gedanken. Und ich werde drei Karten für dich erstmal verdeckt ziehen. Du kannst dir eine aussuchen, wenn dein Bauchgefühl sagt, oh, ich muss aber unbedingt die zwei haben, dann darfst du sie wählen, natürlich. Aber in der Regel ist es besser, um eine klarere Antwort zu erhalten. Das ist Nummer eins. Wenn ihr nur eine Karte wählt, okay. So, Nummer zwei. Und die Nummer drei. So, falls ihr mehr Zeit braucht, dann pausiert das Video jetzt, ich decke auf. Nummer 1, das ist keine gute Idee, das solltest du lieber nicht tun, denn es bringt dich deinem Glück kein Stückchen näher. Gibt es denn andere Möglichkeiten? Manchmal muss man die Perspektive wechseln, um den Himmel zu sehen. Also besser nicht, was du gefragt hast, lass es lieber sein. Versuche eine andere Möglichkeit zu finden, okay? Oder warte zumindest ab. Vielleicht ist im März eine bessere Gelegenheit, okay? Nummer zwei, lass los. Da haben wir wieder, ne, gerade für euch Aszendenten, ne? Das passte wieder sehr, sehr gut. Du hältst an dieser Sache schon zu lange fest. Es wird Zeit, sich etwas Neuem zuzuwenden. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Von Meister Eckhart. Und Nummer 3, lass es langsam angehen.
Also hier für Nummer 3, ne? Das ist eine klare Aussage, vielleicht auch nächsten Monat oder lass dir auf jeden Fall Zeit, gib dir Zeit, ne? Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Stotter, und ja, dann kannst du auf jeden Fall hier einem Neubeginn ins Auge blicken Ende Februar, okay? Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Wenn ihr dieses Video gemocht habt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Wenn ihr darüber hinaus meine Arbeit und mich wertschätzen möchtet, dann könnt ihr das natürlich mit einem Super Thanks, beispielsweise das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten findet ihr auch in der Infobox und im angepinnten Kommentar alle weiteren Möglichkeiten und Links. Und ja, ich sage nochmal danke, dass ihr da wart, eure Zeit mit mir verbracht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!